Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Gürbig, ich bin Fotograf und in meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Fotografieren von Räumen und von Gebäuden. Und im heutigen Video geht es mal wieder um die Flambient-Technik. Aber nicht um den klassischen Flambient-Workflow, den ich schon in dem einen oder anderen Video gezeigt habe, sondern um den sogenannten Fast-Flambient-Workflow. Fast, der Name sagt es schon, schneller Flambient-Workflow. Ich zeige dir also heute einen Workflow, der deutlich schneller als der klassische Flambient-Workflow funktioniert. Und dieser Workflow eignet sich ganz besonders für leerstehende Immobilien. Man kann ihn auch bei möblierten Immobilien verwenden, aber bei leerstehenden Immobilien funktioniert das Ganze deutlich besser, nämlich dann, wenn ich nur natürliches Licht und natürliche Schatten durch das Licht, durch die Fenster und die Lampen habe und keine großen Schattenwürfe durch andere Objekte wie Möbel, Pflanzen und so weiter. Also bei leerstehenden Immobilien funktioniert das, was ich dir gleich zeige, wirklich mit am besten und da setze ich diesen Workflow auch schwerpunktmäßig ein. Wir schauen uns gleich das Ausgangsmaterial an und welche Schritte, vorbereitenden Schritte in Lightroom notwendig sind, switchen rüber in Photoshop. Ich zeige dir einmal den Workflow von A bis Z. Wir bauen auch das Ganze als Photoshop-Aktion nach. So kannst du dir das Ganze dann eben auch nachbauen und verwenden. Und dann finalisieren wir das Bild in Lightroom und schauen uns das fertige Ergebnis an. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen an den Rechner. Hier sehen wir jetzt das Motiv, was ich im Rahmen dieses Videos einmal durchbearbeiten möchte. Und ich will ein paar Worte verlieren, wie ich hier fotografiert habe und was ich vorbereitend in Lightroom für Einstellungen gemacht habe. Also als allererstes habe ich hier meine Tageslichtaufnahme. Die ist einfach ganz normal korrekt belichtet. Du siehst es hier am Histogramm. Als zweites habe ich hier meine Blitzlichtaufnahme, auch die korrekt belichtet, wie du am Histogramm sehen kannst. Und man hätte jetzt, wenn man möchte, diese Aufnahme noch ein bisschen mit einer kürzeren Belichtungszeit fotografieren können. Dann wäre der Blick aus dem Fenster noch ein bisschen klarer, ein bisschen weniger hell geworden. Aber ich für meine Zwecke hier, weil das jetzt auch kein Verkaufsmerkmal ist, dieser Blick, reicht mir das völlig aus. Ich mache jetzt hier eigentlich nur bei jedem Bild ein Preset drauf. Bei meiner Tageslichtaufnahme nämlich das Preset Vorentwicklung Tageslicht. Was passiert da? Es werden zum einen die Lichter ein klein wenig reduziert und hier unten diese beiden Häkchen für chromatische Aberration entfernt und für Profilkorrekturen aktiviert. Bei der Blitzlichtaufnahme habe ich entsprechend mein Blitzlicht-Preset oder mein Vorentwicklung-Blitzlicht-Preset. Was passiert da? Im Prinzip nur diese beiden Häkchen hier, die gesetzt werden, hier oben passiert sonst weiter nichts. Ja, und jetzt können wir schon in Photoshop rübergehen. Dazu markiere ich beide Fotos, mache einen Rechtsklick und gehe dann hier über Bearbeiten in und in Photoshop als Ebenen öffnen. Schauen wir uns als allererstes das Ausgangsmaterial an. Wir haben also hier auf der oberen Ebene nun die Tageslichtaufnahme und darunter liegt die Blitzlichtaufnahme. Und Schritt Nummer 1 ist immer, dass wir die Ebenen zueinander ausrichten, falls wir kleine Verwackler beim Fotografieren gehabt haben, dass wir die entsprechend korrigieren. Und dazu markierst du dir die beiden Ebenen, gehst über Bearbeiten, auf Ebenen automatisch ausrichten, lässt hier das Häkchen bei Auto und klickst auf OK. Dauert das ganz kurz und die Ebenen sind entsprechend zueinander ausgerichtet. Der nächste Schritt ist, dass du nur die obere Tageslichtebene sozusagen aktivierst und den Ebenenmodus von Normal auf Luminanz änderst. Das führt eben dazu, dass du jetzt hier ein Foto mit den natürlichen Lichtern und Schatten der Tageslichtaufnahme hast, aber mit den Farben, mit dem Weißabgleich von der Blitzlichtaufnahme. Ja, das scheint also sozusagen durch auf die Tageslichtaufnahme. Und was ich jetzt gerne noch mache, auch wieder eben die Tageslichtebene aktivieren, ist die Deckkraft von 100% auf etwa 70% zu reduzieren. Das heißt, dass ich auch ein bisschen was, 30% von der Blitzlichtaufnahme durchscheinen lasse. Ja, das heißt, die natürlichen Licht und Schatten reduzieren sich ein wenig und es kommt ein bisschen mehr von der Blitzlichtaufnahme durch. 70% ist ein Wert, wo ich rausgefunden habe, für mich persönlich, dass es mir sehr gut gefällt, dass es einen sehr natürlichen Eindruck macht, ohne geblitzt zu wirken. Natürlich könntest du auch mal probieren, noch weiter runter zu gehen, zum Beispiel auf 50%, aber
je weiter runter man geht, desto mehr Blitzlichtaufnahme sieht man eben und ja, weniger Tageslicht. Und deswegen 70% ist eigentlich so ein Wert, wo ich sehr, sehr zufrieden mit bin in den meisten Fällen. Genau. Grundsätzlich wäre das schon das Fast-Flambieren. Mehr ist es nicht. Ja? Also einfach die Tageslichtaufnahme in Luminanzmodus wechseln und die Deckkraft auf 70% reduzieren. Das ist der Fast-Flambierend. Ja? Wenn dir das passt, also wenn dir das gefällt, wenn es so für dich in Ordnung ist, dann kannst du an dieser Stelle diese beiden Ebenen markieren, Rechtsklick machen, auf eine Ebene reduzieren, speichern und dadurch zurück in Lightroom importieren und das Feintuning machen. Was ich aber noch gerne zusätzlich mache, das ist dann nochmal ein bisschen Zusatzarbeit in der Fast-Flambien-Technik, ist, dass ich je nachdem das Fenster nochmal ein bisschen optimiere. Also hier ist der Fensterblick jetzt schon leicht überstrahlt. Man sieht zwar das Geländer vom Balkon und auch hier hinten noch das Haus. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte das Fenster noch ein bisschen besser herausgearbeitet haben, sondern einfach ein bisschen besser rausgucken können. Es kommt natürlich auch immer drauf an, was sehe ich aus dem Fenster. Dann mache ich jetzt hier Folgendes. Ich kopiere mir meine Blitzlichtebene, schiebe die nach ganz oben und mache eine schwarze Ebenenmaske drauf. Ja, bei gedrückter Optionstaste hier unten eine Ebene drauflegen. Das heißt, ich habe jetzt hier die schwarze Ebenenmaske. Und gerade bei leerstehenden Immobilien, wo also nichts auf der Fensterbank rumsteht und keine Dinge irgendwie vor den Fensterscheiben sind, funktioniert es immer sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt nämlich hier dieses Polygon-Tool. Wichtig, dass hier die schwarze Ebenenmaske angeklickt bzw. aktiviert ist. Und jetzt wähle ich mir hier die Fensterscheibe aus. Und wie gesagt, gerade bei leerstehenden Immobilien, wo keine Pflanzen oder irgendwas in das Fenster hineinragt, funktioniert es hier wirklich sehr, sehr gut. Ich mache das jetzt hier auch für die anderen zwei übrigen Fensterscheiben noch. Der einzige Punkt, wo ich jetzt ein bisschen basteln muss, ist, du siehst es vielleicht jetzt hier, ist, dass in diese Scheibe von der Tür hier ein Stückchen von der Fensterbank reinragt. Ja, da gehen wir relativ grob, also da muss man auch nicht sonderlich genau sein, weil das sind so kleine Kanten, die sieht man hinterher eh kaum. Gehen wir drum herum. Jetzt haben wir alle drei Scheiben ausgewählt und werden jetzt diese Auswahl noch mal ein bisschen federn bzw. die Kanten weicher machen, damit der Übergang einfach natürlicher ist. Das Ganze funktioniert über Auswahl, dann die Auswahl verändern und über weiche Kante. Den Radius kannst du auf 2 Pixel lassen, klickst auf OK. Und jetzt, wichtig, die schwarze Ebenenmaske ist aktiviert. Du wechselst die Vordergrundfarbe auf schwarz und drückst jetzt einfach die Backspace, also die Entfernen-Taste. Hebst die Auswahl auf und schon hast du aus der Blitzlichtaufnahme den Fensterblick. Wenn dir der jetzt zu klar und zu gut sozusagen ist, hast du auch hier über die Deckkraft wieder die Möglichkeit, den Fensterblick ein bisschen ausbrennen, ausbleichen zu lassen. Ich mache das mal auf 80%. Das sieht recht realistisch aus, ist jetzt auch kein Verkaufsargument, dieser Ausblick, dass man den so glockenklar ausarbeiten muss. Aber so hast du eben die Möglichkeit, diesen Fensterblick noch mal ein bisschen besser zu machen als bei der Fast Flambient Standard Methode. Was ich jetzt als zweiten manuellen Step immer noch mal gerne mache, ist so ein paar Stellen aufzuhellen. Das mache ich nicht immer, aber manchmal. Zum Beispiel hier unter der Heizung ist ein bisschen heller zu machen oder hier oben in der Ecke. Und das mache ich mit einem sogenannten digitalen Füllblitz, also ein digitaler Aufhellblitz. Und das ist nichts anderes als hier unten eine Einstellungsebene und zwar eine mit Gradationskurven. Wir machen auch hier die weiße Ebene in eine schwarze Ebene, also wir invertieren das Ganze mit Command-I, sodass die Ebene erstmal, die Einstellungsebene erstmal nicht sichtbar ist und stellen jetzt hier die Gradationskurve ein bisschen anders ein. Und zwar greifen wir sie genau hier in der Mitte und ziehen sie ein bisschen nach links, ungefähr auf die halbe Strecke von diesem Quadrat. Ja, das passt ganz gut. Wir können das Ganze wieder schließen und schließen und gehen jetzt hier wieder auf unsere schwarze Ebenenmaske, nehmen uns jetzt einen Pinsel, kannst auch den Shortcut B für Brush nehmen, Deckkraft 100%, Fluss 3% und es sollte ein weicher Pinsel sein, also Härte auf 0. Und dann nehmen wir uns diesen Pinsel,
und können jetzt hier in den dunklen Bereichen, hier ist nochmal wichtig, dass wir jetzt die Vordergrundfarbe wieder auf weiß umändern, können jetzt hier so in so ein paar dunkleren Bereichen ein bisschen drüber malen und die so ein klein wenig aufhellen. Hier oben vielleicht nochmal, unter der Heizung so ein bisschen. Und das war es auch schon. Ich deaktiviere das Ganze mal und du siehst, ich habe so eine minimale Aufhellung in den dunklen Bereichen gemacht. Und ja, das wäre es soweit. Für mich ist dieses Bild jetzt fertig. Der nächste Schritt ist, dass wir alle Ebenen markieren, Rechtsklick und auf eine Ebene reduzieren. Jetzt das Ganze speichern. Wir sehen hier unten den Speicherladebalken. Das dauert jetzt natürlich ein paar Sekündchen. Und wenn es fertig gespeichert ist, dann gehen wir zurück in Lightroom und machen die finalen Anpassungen. So, 95% und gleich ist das Bild komplett abgespeichert. Wir gehen in Lightroom. Hier taucht jetzt unser Foto auf. Und ich habe jetzt hier meine Presets für die Nachbearbeitung. Ich habe zwei Standard-Presets, einmal Flambient Hell und Flambient Dunkel. Das ist einfach Geschmackssache. In dem Fall gefällt mir das Dunkle ein wenig besser. Und hier mache ich jetzt einfach nochmal als finale Anpassung den Weißabgleich so auf -2, also ein bisschen den warmen Stich herausnehmen. Ich prüfe nochmal, ob hier auch wirklich stürzende Linien korrigiert worden sind. Indem ich hier über meinen Slider fahre, wird mein Gitter eingeblendet, aber gerade am Fensterrahmen sieht man, die vertikalen Linien sind alle auch schön vertikal. Das heißt, ich muss hier nichts weitermachen. Ich habe hier noch, hier unten zum Beispiel, oder hier in der Ecke einen weißen Rand. Den muss ich natürlich noch abschneiden. Das kommt vom Ausrichten der Ebenen in Photoshop. Das heißt, ich beschneide das jetzt hier von links und rechts ein klein wenig. Habe keinen weißen Rand mehr und das Bild ist fix und fertig bearbeitet. Jetzt wollen wir die Aktion einfach mal nachbauen. Das heißt, den kompletten Fast Flambient Workflow in einer Aktion zusammenfassen, sodass du hinterher einfach nur noch einen Mausklick machen kannst und es dauert 1-2 Sekunden und das Bild ist nahezu komplett fertig bearbeitet. Ja, wie funktioniert das? Also, du gehst hier in das Aktionen-Tab. Wenn du das noch nicht siehst, musst du es aktivieren und zwar unter Fenster Aktionen und dann hier auf das kleine Plus klicken. Dann gibst du der Aktion einen Namen, zum Beispiel Fast Flambient Komplett. Kannst hier noch einen Ordner auswählen, eine Funktionstaste, eine Farbe. Bis auf den Ordner habe ich jetzt hier nichts weiter ausgewählt und klickst auf Aufzeichnen. Alles, was ich jetzt hier an Befehlen mache, wird aufgezeichnet. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, das Bild auszurichten. Dafür müssen wir beide Ebenen markieren oder aktivieren. Und das machst du am besten über den Shortcut Option Command A am Mac. An Windows wäre das Control Alt A. Ich werde aber in der Folge nur noch die Mac Shortcuts nennen, weil ich persönlich halt eben am Mac arbeite und auch nicht immer alle Windows Shortcuts kenne. Die kannst du dir aber ganz leicht ergoogeln. Ja, da gibt's für jedes Mac Shortcut gibt's auch einen Windows Shortcut. Schau einfach mal bei Google nach. So, wir haben also beide Ebenen aktiviert bzw. markiert, gehen auf Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, lassen das Häkchen bei Auto und klicken auf OK. Es dauert 1-2 Sekunden und die Ebenen sind ausgerichtet. Es sind nach wie vor beide Ebenen markiert. Jetzt müssen wir sozusagen erstmal müssen wir die obere Ebene nur markieren. Das geht nur über einen kleinen Umweg, nämlich über Option und Minus ist jetzt erstmal nur die untere Ebene ausgewählt und über Option und Komma wird jetzt die obere Ebene ausgewählt. So, dann ändern wir den Ebenenmodus der oberen Ebene von Normal auf Luminanz, sodass eben die Lichter oder die Farben von der Blitzlichtebene durchscheinen auf die Tageslichtebene und ändern die Deckkraft von 100% auf 70%. Ich empfehle dir auch, das Ganze mit Slider zu machen und nicht über die Tastatur. Und an dieser Stelle wäre im Prinzip die Aktion rein für Fast Flambient schon fertig. Ja, wir könnten jetzt noch das Reduzieren auf eine Ebene mit reinpacken und das Abspeichern und wären sofort wieder zurück in Lightroom. Ich möchte jetzt aber hier gerne noch diese beiden Korrekturebenen mit reinbringen. Einmal diese fürs Fenster und einmal die Korrekturebene für den digitalen Füllblitz. Und ja, das machen wir jetzt einfach. Als erstes die Korrekturebene für die Fenster.
Dazu drückst du an dieser Stelle Option und Punkt. Das führt dazu, dass wieder die unterste Ebene ausgewählt ist. Als nächstes drückst du Command und J. Das ist der Shortcut für die Kopie dieser Ebene. Also damit kopiert man eine Ebene. Jetzt schieben wir diese Ebene nach ganz oben und legen eine schwarze Ebenenmaske drüber. Das Ganze machst du hier unten mit diesem Button und wenn du die Optionstaste dabei gedrückt hältst, wird es automatisch schon eine schwarze Ebenenmaske und keine weiße. So, das war's an der Stelle schon. Wir wollen ja jetzt gar nichts bearbeiten, wir wollen ja nur diese Korrekturebene erstellen, falls wir sie später nutzen möchten. Und die zweite Korrekturebene, den digitalen Aufhellblitz, den fügen wir jetzt auch noch hinzu, indem wir hier unsere Korrekturebene oder Einstellungsebene mit einer Gradationskurve erstellen. Über den Shortcut Command I invertieren wir die Ebenenmaske von einer weißen auf eine schwarzen Ebenenmaske und nehmen jetzt hier die Gradationskurve in der Mitte, ziehen sie rüber, lassen sie los, schließen das Ganze und an dieser Stelle ist unsere Aktion fertig und wir können hier auf Stopp drücken. Ja. Jetzt haben wir also hier unsere Fast Flambient komplett einmal aufgenommen. Hier seht ihr das Ganze. Und jetzt testen wir das einfach mal. Also ich gehe im Protokoll nochmal auf den Start zurück. Hier haben wir angefangen. Wir gehen jetzt auf meine Aktion oder auf die Aktion, klicken auf Fast Flambient und auf den Play-Button. Das Ganze dauert gefühlt jetzt 1 bis 2 Sekunden und das Bild ist fertig bearbeitet. Ja, was du jetzt eben noch machen kannst, entweder markierst du alle Ebenen, reduzierst auf eine Ebene, drückst auf Speichern und gehst zurück in Lightroom. Oder du pinselst hier noch entsprechendes Fenster ein bisschen ein, beziehungsweise mit dem Polygon-Tool machst hier mit dem Aufhellblitz noch ein paar Stellen heller und gehst dann entsprechend auch rüber in Lightroom. Ja, und diese Aktion kannst du jetzt gerne bei dir in Photoshop nachbauen und für dich anpassen und verwenden. Mich würde jetzt dein Feedback interessieren. Probier das Ganze einfach mal aus, teste das Ganze bei deinem nächsten Shooting von der leeren Immobilie einfach mal und schreib mir dein Feedback, deine Erfahrungen in die Kommentare oder gern auch, wo du noch Probleme und Herausforderungen hattest und dann schaue ich mal, ob wir da noch das eine oder andere Video zu drehen können. Im nächsten Video werde ich auch wieder mit dem Fast Flambient Workflow arbeiten und dann zeige ich dir, wie du quasi ein komplettes Shooting mit einigen weiteren Automatisierungen sehr, sehr schnell fertig bearbeiten kannst. Das heißt, dass du wirklich eine komplett fotografierte Immobilie mithilfe von Stapelverarbeitungen und Automatisierungen in wenigen Minuten fertig bearbeitet hast und so wirklich kostbare Zeit einsparen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es hat dir weitergeholfen und wenn das der Fall war, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr davon sehen und hören willst, dann abonniere bitte meinen Kanal. Das freut mich immer ganz besonders und motiviert mich natürlich auch regelmäßig Videos zu diesen Themen zu machen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir weiterhin alles Gute, bleib dran, fotografier schön und bis zum nächsten Mal.